Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play Sims 4. Ich wollte die Folge eigentlich anders beginnen, aber irgendwie bin ich gerade sehr verwundert, denn Tigo Lobo ist gerade einfach reingestiefelt, so als wenn es ganz selbstverständlich wäre. Und wir gucken einfach mal, was hier passiert. Der kleine Fabian, die geht's auch super, unterhält sich die ganze Zeit mit Simon. Okay, jetzt will Lobo wo gehen. Da kam gerade doch jemand, aber ich konnte leider nicht so schnell gucken, weil der oder diejenige hat sich einfach umgedreht, ist danach wieder gegangen. Chaos veranstalten und wir haben einige Mitteilungen bekommen. Ja, ganz ruhig. Simon und Fabi sind soeben gute Freunde geworden. Sehr schön. Dann haben wir Simon. Guter Ruf. Wenn sich Simon unbekannten Sims vorstellt, hat er die Chance, die Beziehung mit der Freundschaftsgruppe zu beginnen, mit mehr Freundschaftsgruppen zu beginnen, da sein Ruf ihm voraus, nun vorauseilt. Und dann war noch... Genau. Das ist so dasselbe, ne? Gute Freunde geworden. Erziehungslevel 1. Simon kann Kinder jetzt mit einem bestimmten Verhalten ermutigen und Kinder beeinflussen, aufzuräumen. Er kann jetzt schlechtes Verhalten tadeln, indem er ein Kind bittet, eine Aktion nicht durchzuführen oder ein Kind anschreit, dass es aufhören soll. Das kann er natürlich nicht machen. Dann hatten wir Streichetags vorbei. Für beide war der Feiertag war ziemlich gut. Perfekt. Wir haben gleich mal hier löschen, damit wir einen neuen Platz haben. So, wie geht's dir, Fabian? Er nimmt sie erstmal da, Kekse. Okay. Also unseren kleinen Plan mit unserer Familie haben wir sozusagen jetzt erfüllt. Kann einen kleinen imaginären Haken dran machen. Check. Und als nächstes werden wir jetzt das angehen, was ich beim letzten Mal schon vorhatte. Und da wollte ich ja gerne umziehen. Da war aber die Sache mit den Finanzen bzw. das Gebäude, was ich mir rausgesucht hatte, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja genau, euch jetzt beiden geht's da gut. Ich muss mich bloß ein bisschen beeilen, weil ich denke auch, Hayao muss bald arbeiten, oder? Ja, in 6 Stunden. Was machst du da? Schmeckt's dir? Was hast du da eigentlich genommen? Ist das Müsli? Sag mal. Haferbrei, ah ja. Windeln benutzen, oh Gott. Das müssen wir dann auch bald machen. Und Kindersendung gucken. So, also wie gesagt, wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen. Ihr seht hier links unten, wir haben jetzt 53.000 Simoleons. Das werden wir natürlich früher oder später, werden wir das zurückzahlen. Hi, du wirst dich freuen nach dem Essen. Schön Windeln wechseln. Und ich habe mir jetzt von meinem Sohn ein Grundstück bzw. ein Häuschen erstellen lassen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das heißt nicht, ich habe es mir nicht erstellen lassen, habe gesagt, bitte jetzt mach mal, sondern er hat mich gefragt und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege. Und da werden wir heute einziehen. Und ich werde natürlich meinen Sohn mit der Origin-ID einmal im Kanal reinsetzen, beziehungsweise in der Infobox unten in die Kommentare auch nochmal und seinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr mögt, geht einmal vorbei, lasst einen netten Kommentar da, da freut es sich bestimmt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Ich hoffe, dass ich das alles so hinkriege. Ihr müsst ja alle Sachen eigentlich im Inventar noch haben, ne? Dann gehen wir hier in unser neues Schneegebiet. Und ich hatte ja eigentlich vorgesehen, ich glaube hier unten war es, dieses 243 Wakabamori zu bewohnen. Und das war aber nur ein Feriengebäude, das man halt nur mieten konnte. Und somit ziehen wir jetzt in dieses rein. Hat Grundstückmerkmale, Küche, das Küchenchef, heimisch und natürliches Licht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin. Aber ich glaube, ich muss hätte umziehen drücken müssen, ne? Gucke ich mal eben. Wir müssen das, glaube ich, übers Telefon machen. Na gut, Fabian kann nicht umziehen. Das wäre ein bisschen... Der macht da hinten erstmal Schmutz. Er fügt sich gut ein, ne? Naja. So. Irgendwo hat man das gehabt. Haushalt umziehen lassen. So. Da wird sich Simon freuen, wenn er wach wird. Wo ist Keks eigentlich? Oh mein Gott, da hinten ist auch überall Farbe. Wo ist Keks? Keks? Ja, ich bin froh, wenn wir hier raus sind. Damit ich hier nicht rausgehen kann. Ist natürlich auch so ein Punkt, da freue ich mich tierisch drüber, dass Keks dann endlich, sage ich mal, kommen und gehen oder rausgehen kann, wann er möchte. So, nächster Versuch. Nehmen wir einmal dieses Grundstück, haben 3 Betten drin, 1 Toilette. Lass mal einmal umziehen. Das Ganze, das weiß ich gar nicht, Möbel behalten. Möbel verkaufen, da kriegen wir. Aber bleiben die Möbel dann da? Ich weiß gar nicht. Wir behalten, machen wir behalten. Und da gehen wir möbliert auf das neue Grundstück. Und dann werden wir das erstmal zusammen angucken. Wir haben uns das auch schon ein bisschen angeguckt, sind die einzelnen
Räume einmal ein bisschen durchgegangen, haben uns das ganze Gebäude im groben Ganzen angeguckt. Willkommen in eurem neuen Zuhause. So, also hinten ist unsere kleine Wohnecke, sage ich mal so, mit Sofa, Fernseher, Umkleide, beziehungsweise Garderobe, Umkleide, ist auch nicht schlecht. Hier haben wir ein schönes Bücherregal. Da hinten geht's einmal die Treppe hoch, beziehungsweise hier geht's dann noch diese, wie nennt man das, Feuerleiter hoch. Wo möchte Simon hin? Mal gucken, wir beobachten einfach mal. Okay, er muss ins Bad, alles klar. Wo ist eigentlich... Wo ist Simon? wo ist Simon, sage ich, wo ist Fabian? So, hier oben ist das Kinderzimmer, beziehungsweise eine kleine Spielecke. Das habe ich auch noch nicht so ausprobiert, bin ich mal gespannt, wie das ankommen wird. Hier haben wir dann einen kleinen, sage ich mal, noch einen freien Bereich, wo wir uns dann später austoben können, eventuell noch die eine oder andere Sache reinbauen können. Mit den Betten zuweisen. Hier haben wir das Kinderbettchen. Ich würde sagen, wir nehmen das hier für Hayao. Bett zuweisen. Hayao. Und dieses hier ist hier für Simon. So. Ja, warum gehst du nicht auf Toilette? Hast du die Toilette noch nicht gefunden? Genau. Ich suche gerade Fabian, bin ich ehrlich? Hey, wo willst du hin? Im offenen Wasser spielen? Simon? Ich glaube, ich schicke mal da mal Simon hinterher. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Ich wollte eigentlich erstmal auf unser neues Häuschen eingehen, aber Fabian macht hier, was er möchte. Na gut, sei es drum. Wir haben auch vorgefertigtes Kind wegen Adoption fröhlich. Eine neue gute Freundschaft geschlossen, Sozialaktion, schöner Feiertag. Geliebt wegen warmen Knuddler. Und was haben wir hier noch? Heimisch, der Haushalt macht sich auf diesem Grundstück fast von selbst. Ich gehe mal lieber mit hier. Ich weiß nicht, wo er spielen möchte. Ich kenne mich ja jetzt hier noch nicht so mit diesen Kleinkinder-Interaktionen aus. Geh mal lieber mit. Wow. Ich spule mal ein bisschen vor. Hier gucken wir mal. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Hä? Jetzt hat er schon Hunger. Will er hier unten hin oder wo will er hin? Wir gehen einfach mal unauffällig hinterher. Auch nicht schlecht. Du kannst hier unten was zu essen machen. Kannst du dir einmal hier eine vegetarische Elote. Unter Elote versteht man den klassischen und allzeit beliebten mexikanischen Maiskolben, der auf den Grill gerostet wird. Diese Köstlichkeit wird normalerweise mit Salz, Chilipulver, Butter, Käse, Zitronen oder Limonensaft, Mayonnaise und Sauerrahm zubereitet. Du erhältst sie bei den Straßenverkäufern oder in Restaurants. Auf jeden Fall wirst du auf Anhieb begeistert sein. Ah, ich muss bald arbeiten. Mit Shigeru plaudern. Das ist natürlich jetzt alles sehr viel Neuland auch für mich. Und ich bin gerade auch ein bisschen baff, dass Fabian... Was macht er denn? Müde. Wegen niedriger Energie. Fabian ist müde, muss sich bald ausruhen. Ja, was rennst du denn jetzt auch hier runter? Der Shigeru. Lektion Kleinkind. Fabian ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich um ihn kümmern. Okay. Ich weiß nicht, wo er hin möchte. So, hier hat er was zu essen. Ich hätte es auch abbrechen können, aber ich wollte eigentlich erstmal mir das auch angucken, was er da machen möchte. Aber ich denke mal, er möchte hier im Wasser spielen, oder? Im offenen Wasser spielen. Eieiei. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Bei Simon ruft jemand an. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Oh, das ist Adita, unser alter Vermieter. Das ist aber nett. Den müssen wir dann mal einladen. So eine kleine Einweihungsfete. Das hat er Hähnchenbrust gemacht. Normal und... Wo ist jetzt? Unser Kind will spielen gehen. Bleib mal hier. Ach, er geht auch baden. Okay. Zuschauen. Wow, ich bin echt gespannt. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst. Mach kein Babyblödsinn, Fabian. Nee, du bleibst mal hier, oder? Nee, stell... Oh.
Nee, du kannst heute mal allein los. Wir haben hier gerade... das sieht ja niedlich aus, mit dem Quietscheentchen. Ist ja süß gemacht. Kannst du da irgendwas machen? Sprechen beibringen, liebevoll im Arm, Kleinkind überprüfen. Wir können ja mal Kleinkind überprüfen machen. Hm. Na, wie geht's dir? Swing cow, Freefa. Finale Bob Wisp. Oh, Simon ist auch schon müde. Ich glaube, du solltest vielleicht mal... kannst du ihn hochheben? Moment. Einmal hochheben. Oh Gott. Tobsuchtsanfall bekommen. Nimm ihn mal bitte mit. Wir gehen mal kurz noch was essen. Und dann eine Schläfchenzeit für Fabian. Ja, genau. So. Einmal Fabian hier absetzen. Und dann kann er... Was hatten wir jetzt? Einmal Hähnchenbrust und einmal Chimi. Wir gucken mal eben, da steht eine kleine Beschreibung dazu. Chimi, der auch Chimi-Burger, dominikanische Burger oder nur Chimi Chimichurri, genannte Chimichurri-Burger, wird mit Schwein- oder Rindfleisch zubereitet, auf Pan de Agua, Weißbrot serviert und mit gehacktem Kohl garniert. Und natürlich darf die Salsa Golf auf keinen Fall fehlen. Jeder Verkäufer in der Dominikanischen Republik hat sein eigenes Rezept. Die Gewürze und andere Zutaten können die Textur und den Geschmack stark beeinflussen. Daher empfehlen wir, einige Varianten zu probieren, um deine Favoriten zu finden. Okay, so, dann würde ich sagen, kann er sich dann selber schon was nehmen? Du nimmst ja noch einen kleinen Happen. Simon auch, das andere. Kann man das irgendwie ins Inventar packen? Kriegst du was? Bist du schon groß, ne? Oder so ein Riesenteller. Heieiei. So, das kann man dann im Inventar platzieren. Im Inventar platzieren, das nehmen wir natürlich mit. Wäre ja schade drum. Was du alles in die Badehose reinpasst, du. So, perfekt. Fabian stimmt auch, der ist extrem müde, okay. Wütend plus 3. Erschöpft dieses Kleinkind steht kurz vor der Ohnmacht. Es wird Zeit, das ins Bett zu bringen, damit er schlafen kann. Willkommen in der Nachbarschaft. Oh mein Gott, so viel Chaos. Okay, alle nach Hause schicken. Moment. Jetzt kurz Pause drücken. Überforderung einmal hochheben. Oh Gott. Jetzt habe ich auch noch nicht gesehen. Leben am Limit. Unser erster Umzugstag. Ja, ich weiß auch nicht. Und wir haben Begrüßungskomitee da. Oh mein Gott. Schläfchen. Wir spulen mal ein bisschen vor. So, okay. Einmal hochheben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Wir sind jetzt hier lang gelaufen. Und waren dann... Nee, hier sind wir... Da hinten sind wir, okay. Einmal hier hin. Beziehungsweise, was wir erstmal machen werden, wir werden Fabian hier ins Bett bringen. So. Ich spule mal einmal schnell vor. Ich hoffe, dass unsere Begrüßungskomitee noch da bleibt. Keks geht's auch nicht so gut. Hallo. Wen haben wir denn da? Auf jeden Fall gibt's wieder einen leckeren Obstkuchen. Wir haben da Naoki Ito, junger Erwachsener, aufgehender Star. Dann haben wir hier die Nachbarin Megumi Ito, B-Promi. Wir haben prominenten Besuch. So, ich hoffe, er ist bald da. Gut, ich habe ihn nicht vorgespult, ne? Was macht er jetzt? Kleinkind überprüfen. Wo seid ihr denn? Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts, ne? Nein, nein, du sollst ja jetzt nicht alleine hingehen. Hochheben. So. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rüber. Machen wir hier hingehen. Vielleicht nächstes Mal. Nein, tut mir leid. Wir hatten ein dringendes Problem. Ich hoffe, das wird jetzt was halten. Hier hingehen. Hallo, ich bin Keks. Habt ihr vielleicht ein Leckerchen für mich? Meine Familie ist irgendwie nicht da. Wer ist einfach reingegangen? Okay. Kann man auch mal machen. So, wo ist er jetzt? Wo läuft Simon? Er müsste bei... Ach, da ist er. Okay. Simon ist auch fix und foxy. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, schon mal kurz vor. So.
Keksat Hunger, fütter ihn, indem du ein Leckerchen gibst oder eine Futterschüssel hinstellst. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, was wir jetzt machen, wir setzen jetzt erstmal halten, absetzen. Hier, absetzen, bitte. Hallo. Okay, so. Ja, das ist aber auch nicht so... Na gut, okay. Schlafen. Oh Gott. So. Versuchen vorzustellen. Ja, ist ja... Die haben ja bei uns geklopft, oder? Wegen Besuch und so. Jetzt soll man es versuchen vorzustellen. Das klappt nicht. Er geht schlafen, okay. Er hat sich das mal Leckeres zu essen gemacht. Eier mit Toast. Wo haben wir denn unsere Hundchenschüssel? Oder haben wir noch ein Inventar? Gucken wir eben. Ne, haben wir nicht. Vielleicht im Haus Inventar. Und Häufchen mitten in der Wohnung. Heieiei. So, wir gucken jetzt auch mal rum. Wenn... Ja, Fabian, geh ins Bettchen, los. Einmal ins Bettchen gehen. Müssen wir das auch vielleicht noch zuweisen? Mal gucken. Nickerchen machen, sitzen. Nee, das können wir nicht. Okay, Simon ist fix und foxy. Dann mache ich mal ganz kurz eine kleine Roomtour, würde ich sagen. Weil ich, wir müssten ja eigentlich auch im Haus momentan noch Futterschüsselchen haben, oder? Ja, hier, so. Okay, das heißt, wir machen hier einmal das Bettchen hin. So am Fußende. Dann werden wir hier noch ein bisschen Spielzeug mit reinlegen. Dann haben wir das. Dann... Wir haben die Futterschüssel, das war jetzt wichtig. Aber ich glaube, wir haben alles jetzt mitgenommen aus unserer Wohnung, ne? Ja gut, sei es drum, da ist halt jetzt leer. Adita hat es irgendwo nicht gemerkt. Ne, die Futterschüsselchen wollten wir noch aufstellen. So, dahin. Okay, dann mache ich einmal kurz diese Haus-Room-Tour, würde ich sagen, hier aus dem Baumodus, bevor dann nämlich noch mehr Blödsinn passiert. So, das ist einmal dieses Gebäude, das Häuschen von außen. Gehen wir einmal rum. Schön hell, alles schön hell. Ja, ich bin ein bisschen gerade verblüfft. Es ist wieder so viel Chaos, den ich nicht Herr werde. Schön hell gehalten mit sehr großen Fenstern, sehr vielen Fenstern, was ich sehr schön finde. Diese kleine Terrasse da oben drauf finde ich auch sehr schön gemacht. Da hinten haben wir unseren Eingang, unseren niedlichen Briefkasten. Hallo. Unsere Mülltonne. Einen wütenden Fabian. So, dann gehen wir einmal eine Etage tiefer. Wie schon angesprochen, werden wir jetzt kurz ein bisschen die Wände ein bisschen wegnehmen. So, den Raum werden wir uns noch offen lassen. Ich weiß nicht, je nachdem, ob wir da irgendwas reinsetzen, beziehungsweise was wir hinsetzen, wird sich früher oder später auf jeden Fall ergeben. Denn hier so eine kleine Bastelecke. Wie heißt denn das gute Stück hier? Ich weiß gar nicht. Das ist, ach, unser Blumenbindentisch. Dann haben wir hier eine Farbexplosion. Eine Unterlage. Denn hier ein schönes Schränkchen mit Spiegel, unser Bücherregal, da hatte ich schon angesprochen, unsere kleine Sitzecke mit den neuesten Fernseher, den es gibt, den wir brauchen nicht. Huch, abbrechen. So, Sofa, hier hinten ist unsere kleine Küche, die reicht vollkommen aus, also für unsere kleine Familie, mit einer Sitzecke für alle drei. Keks kann da hinten ein Schläfchen machen, ein niedlicher Teppich, auf jeden Fall habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich sehr süß. Hier unsere kleine Kleinkindecke. Unsere kleine Kleinkindecke ist auch nicht schlecht. Unsere Kleinkindecke mit Bettchen, mit ein bisschen Spielzeug. Ein kleines Schränkchen, wo auch ein kleines Lama drin steht. Hallo! Dann haben wir hier unsere kleine Schläfchenecke für Simon und Hayao. Was hatte ich noch? Wir hatten ja noch, genau. Hier haben wir einmal den Teppich, den wir verschoben haben. Dann haben wir hier ein Hündchen, beziehungsweise das ist Keks. Und ich glaube, Keks war noch irgendwo. Keks ist auch hier hinten gewesen, in der Ecke. Hier unten. Hallo. Das ist so erstmal die kleine Roomtour dafür gewesen, die ich eigentlich zum Anfang machen wollte. Hier können wir, haben wir noch einen kleinen Schreibtisch, wo wir eventuell dann noch einen Computer hinstellen werden, früher oder später. Die Staffelei könnten wir vielleicht noch, habe ich die hier im Inventar, die Staffelei? Oder hat die Simon eingesteckt? Ich habe die jetzt hier auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Sieht mir nämlich nicht so aus. Ist die Staffelei nicht mehr da? Das wäre ja schade. Aber dann könnte man das
Wo können wir mal das Radio? Das Radio passt das Radio? Na, ja, direkt neben Kinderbett möchte ich es eigentlich nicht hinstellen. Kann man noch irgendwo das. Hier. Hier ist noch eine Küche. Kaffeemaschine ganz wichtig, ne? Hier für unser frisches Brot zum Reinstellen. Gott, wir haben jetzt so viele Sachen dabei, das tut mir ein bisschen leid. So, die kleine Spielfigur, die stellen wir noch mit unten hin. Und da würde ich sagen, das reicht aber erstmal. Ich muss diesen Modus wirklich verlassen. Dein Ort ist noch unvollständig. Ich habe doch gar nicht gemacht, oder? So. Änderung erforderlich. Was denn? Eine Ladenkasse? Nein. Ich möchte gerne verlassen, ja. So. Okay. Kann sein, weil es vorher ein Grundstück war, wo ich meinen Blumenbinnenladen für meine kleine Familie drauf hatte, dass da gerade die Fehlermeldung kam. Aber sei es drum. Ich wollte jetzt mal gucken, ob hoffentlich Simon... Simon hat die Staffelei drin. Sehr schön, das freut mich. Dann werden wir die Staffelei... Kann ich die da oben hinsetzen? Achso, die kann er jetzt gar nicht. Die muss er dann reinsetzen. Okay, kriegt er hin. Und Fabian hat Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Fabian kann jetzt Treppen steigen. Er kann zudem mit einem Erwachsenen ringen. Okay. Natürlich ihr Leben am Limit heute. Simon, Fix und Foxy. Fabian versucht die ganze Zeit schon seit Stunden ins Bettchen zu gehen. Das kommt davon, wenn man Wasser spielen möchte. Nein! Ach, sehr schön. So, komm, wir müssen ihn jetzt mal hochheben und ins Bett bringen. Fabian ins Bett bringen. Und dann werden wir mal auf jeden Fall die Schüssel füllen für Keks. Die scheinen nicht so gute Laune zu haben hier. Also jetzt streiten sie nicht mehr, okay. Ja, los, Simon. Ach so, wahrscheinlich, weil er gerade umgefallen ist. Jetzt bring bitte ins Bettchen. Ich kann mich mal mit angucken. So. Ich guck schon ganz böse. Es wird ja auch mal Zeit jetzt hier. Wir sind gar nicht mehr da. Warum haben wir hat wir denn ein schlechtes Verhältnis? So ins Bettchen bringen. Endlich Schläfchen machen, ne? So. Warum haben... Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, jetzt kriegst du gleich mal was zu essen. Da haben wir ja noch ein Häufchen stehen. Direkt im Eingangsbereich. Was hast du denn? Schmutzige Umgebung, hat Hunger und ist... Ja, genau. Keks und Fressen rufen. Und das hier einmal bitte wegwerfen. Toll. Schönes Fliegengeräusch da im Hintergrund. Ah ja, ich sehe schon. Es hängt irgendwie. Ich glaube, ich werde mal den Part hier beenden, einmal abspeichern und dann gucken wir mal, dass es im nächsten Part weitergeht. Ich sehe auch, dass wir von der Zeit her jetzt einen kleinen Cut machen müssen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Projekt auf meinem Kanal gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, verpasst keine Folgen auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und sagt bis zum nächsten Mal. Haut rein.